Ich begrüße Sie zur Vorlesung Theoretische Grundlagen der Informatik. Mein Name ist Peter Sanders. Ich forsche ja zu theoretischer Informatik auch, aber vor allem Algorithmen und so den Grenzbereich zwischen Theorie und Praxis. Ich finde aber den Inhalt dieser Vorlesung trotzdem sehr spannend, weil das wirklich Sachen sind, bei denen man eine ganze Menge lernen kann und die, wenn man sie richtig versteht, auch sehr nützlich sind. Das wird nicht immer auf den ersten Blick offensichtlich sein, aber ich werde mich bemühen, in der Vorlesung das herauszuarbeiten. Und die beiden sind Lorenz Hübsche-Schneider und Tobias Meyer. Die werden die Übungsblätter machen und die Saalübungen betreuen. Genau. Organisatorisches, die Vorlesung ist immer hier. Immer um 11.30 Uhr, dienstags und donnerstags. Wir werden wahrscheinlich meistens Donnerstag die zweite Hälfte Übungen machen. Das kann aber auch mal variieren, ja, je nachdem, was an anderen Terminen ansteht. Die Organisationsfolien zu den Übungen machen wir gegen Ende der Vorlesung. Klausuren sind am 4. April, 11 Uhr. Und wer da irgendwie nicht kann oder durchfällt, muss in der Augusthitze antreten. Ich empfehle also dringend, das im Frühjahr abzuhaken. Ich glaube nicht, dass die Klausur so schwer wird, dass das unmöglich ist. Sie haben auch fast die ganzen Semesterferien Zeit, sich vorzubereiten. Ja. Meine Sprechstunde ist Dienstag 13.45 Uhr. Wobei es sein kann, dass ich da ein bisschen später komme, weil die Vorlesung bis 13 Uhr geht und ich auch noch was essen muss. Aber meistens wird es klappen. Und wenn Sie kurze Fragen haben, können Sie auch nach der Vorlesung kurz zu mir kommen. Die Webseite ist da angegeben. Müssen Sie sich nicht merken. Ja. Da gibt es auch alle Folien in mehr oder weniger aktuellem Zustand. Ja. Genau, also Folien, Übungsblätter kriegen Sie auf der Webseite. Bücher richte ich mich hauptsächlich nach dem Lehrbuch vom Schöning. Ich werde gleich noch ein bisschen was zu weiteren Büchern sagen. Skript als Ergänzung stimmt nicht ganz. Es gibt Skripte von meinen Kollegen, die ähnlichen Stoff abdecken, aber schon ein bisschen anders. Und Sie können tatsächlich heutzutage fast alles, was Stoff dieser Vorlesung ist, auch bei Wikipedia zum Beispiel nachlesen. Aber in einem Buch wird es natürlich schon etwas konsistenter aufbereitet. Genau, also Bücher über theoretische Informatik gibt es wie Sand am Meer. In gewisser Weise ist der Inhalt inzwischen international weitgehend standardisiert. Also das war vor 20 Jahren anders, als ich angefangen habe. Da hat irgendwie jeder Professor in Karlsruhe was anderes verstanden unter theoretischer Informatik. Natürlich waren da wichtige Sachen, die immer mal überall auftauchten, aber man konnte sich da nichts drauf verlassen. Während ich mich gewundert habe in den Mathematik- oder Physikvorlesungen, die ich gehört habe, gab es halt wirklich einen Standard, was man unterrichtet und sehr gut begründet und dann auch sehr gut ausgearbeitet. Und diesen Zustand hat die Informatik inzwischen auch erreicht. Das heißt, es ist eigentlich relativ klar, was man als absolute Grundlagen wissen muss. Und da gibt es gute Gründe für und das macht man dann auch. Natürlich ist es so, wir haben einen riesigen Druck durch, ja, einfach dadurch, dass es in der Informatik inzwischen so viel Wissen gibt. Ne? Und ich muss auch sagen, dass ich habe den Bachelorstudiengang mit aufsetzen müssen, weil ich damals Studiendekan war. Und dann standen da irgendwelche Vorgaben der Gesellschaft für Informatik, was denn alles an praktische Informatikvorlesungen im Studium sein muss. Und dabei fiel die Theorie praktisch hinten runter. Und das ist eigentlich nicht so sinnvoll, weil die Theorie, die ist auch in 30 Jahren noch die gleiche und die brauchen sie auch in 30 Jahren noch. Während so viele praktische Vorlesungen halt doch einen gewissen Anteil haben von Dingen, die
wenn sie fertig sind, schon komplett überholt sind. Zum Beispiel habe ich eine Vorlesung über Telematik gehört, wo dann das ISO-OSI-Schichtenprotokoll und ich glaube irgendein ATM-Kommunikationsprotokoll oder sowas gemacht wurde und Token-Ring-Kommunikationsprotokoll, alle Sachen, die es nicht mehr gibt. Also ISO-OSI so ganz grob noch, aber nicht mehr in dem Detail, in dem die das gemacht haben. Während diese Automatentheorie hier oder was wir lernen würden, das wird in 30 Jahren noch genauso relevant sein wie heute. Ja. Genau. Sie können halt, ich würde empfehlen, dass Sie sich dieses Lehrbuch, nach dem ich mich richte, hole. Das ist ziemlich kurz, aber trotzdem verständlich. Aber es kann schon sinnvoll sein, sich ein weiteres Buch zu holen, das ein bisschen ausführlicher ist, noch mehr Beispiele macht, um das noch zu untermauern. Ja? Die Vorlesung geht nicht genau in der gleichen Reihenfolge vor wie das Buch vom Schöning hier, ist aber doch sehr ähnlich. Manchmal sind meine Beweise auch nicht so ausführlich wie im Schöning, auch aus Zeitgründen und weil das in der Vorlesung dann doch auch mal etwas ermüdend sein kann. Genau, dieses Buch gibt es schon ziemlich lange. Das ist jetzt die 5. Auflage und die ist sogar schon 7 Jahre alt. Heutzutage kann man ja bei Amazon gucken, was gibt es denn eigentlich noch? Dieses Buch ist das 5. verkaufte Buch über theoretische Informatik in Deutschland. Da dachte ich, ah super, jetzt gucke ich mir mal die ersten 4 an. Vielleicht sind da ja inzwischen noch bessere Bücher rausgekommen. Und das ist dabei rausgekommen. kann ich nicht empfehlen, die anderen 4 zu nehmen. Was nicht heißt, dass es nicht auch noch andere gute Bücher gibt. Ich glaube, meine Kollegin Wagner richtet sich etwas stärker nach dem Buch von Ingo Wegener, Theoretische Informatik, eine algorithmenorientierte Einführung. Was an dem Buch ein bisschen besser ist als am Schöning, ist, dass es gute Anwendungsmotivationen liefert. Und da ist im Schöning gar nicht der Platz dafür. Aber das liefert, hoffe ich, auch die Vorlesung. Und wenn Sie da Fragen haben zur Anwendung, fragen Sie ruhig auch. Und vielleicht wird auch die Übung in der Richtung was machen. Und es gibt vom Ingo Wegener auch eine informellere Darstellung, Kompendium Theoretische Informatik, wo diese Praxissachen und Motivation noch stärker betont werden. Berühmt ist zum Beispiel von ihm, er hat gezeigt, dass es NP-vollständig ist, zu entscheiden, ob man in der Bundesliga noch gewinnen kann oder sowas. Natürlich in einer Liga mit nicht 18 Fußballvereinen, sondern N-Fußballvereinen. Er war halt in Dortmund, im Ruhrgebiet ist das sowieso das wichtigste Fußball. Gut. Dann ein internationales Buch von Hopcroft, Motwani und Ullmann, das ist auch ziemlich gut und ist wahrscheinlich auch international noch breiter verkauft als das Buch vom Schöning. Wie bei amerikanischen Büchern üblich, ist das alles sehr viel ausführlicher, also der Stoff wird sehr breit erklärt. Das könnte sein, dass Ihnen das hilft, wenn Sie Selbststudium machen wollen, wenn Sie zum Beispiel monatelang abwesend sind wegen Krankheit oder Praktikum oder sowas oder mich nicht riechen können, keine Ahnung, dann lesen Sie einfach dieses Buch. Vermutlich, wenn Sie den gleichen Lerneffekt erzielen wollen, wird das aber dann auch mindestens so lange dauern, wie in die Vorlesung zu gehen, vermute ich. Das sollte man auch nicht verwechseln mit dem alten Buch von Hopcroft und Ullmann. Das ist wohl deutlich neu geschrieben und auch besser zu lesen, glaube ich, und mit ein paar aktuelleren Bezügen drin. Und ich nehme an, unsere Bibliothek wird noch viele ältere Bücher auch haben, die auch nicht schlecht sind, aber die Unterschiede sollte man beachten. So, das waren die Bücher. Gibt es Fragen zur Literatur? Okay. Jetzt versuche ich mal einzuordnen, diese Vorlesung in die Informatik. Und eine Sichtweise, die ich immer ganz gerne habe, ist, Informatik ist eigentlich die Lehre von effizienter und korrekter Software und Hardware. Vor allem, wenn man über praktische Informatik redet, ist hier dieser rechte Bereich.
Davon gibt es Grundlagen. Ich beschäftige mich mit der Algorithmik. Da geht es vor allem um effiziente Software und Hardware. Logik, formale Systeme, da geht es eher um die Korrektheit. Gibt es auch mehrere Arbeitsgruppen bei uns. Und dann gibt es die Grundlagen der Grundlagen. Ja? Und das machen wir eigentlich hier. Das bedeutet, dass der Bezug zu den praktischen Sachen manchmal nicht direkt offensichtlich ist. Aber man braucht es irgendwie trotzdem, sonst fehlt einem der Unterbau. Und wir werden auch diesen Durchstich hier auch an mehreren Stellen schaffen. Gerade was so Algorithmen angeht, ist da auch noch eine Menge spannendes Zeug in der Vorlesung. So, worum geht es in dieser Vorlesung? Wir werden anfangen mit formalen Sprachen. Geht es eigentlich darum, wie kommunizieren Computer oder wie kommuniziere ich mit einem Computer, mit einer Programmiersprache? Oder tauschen Computer untereinander Daten aus? Das sind keine natürlichen Sprachen mit ihren sehr flexiblen Regeln, sondern ganz klar mathematisch definierte Sprachen, damit klar ist, was der Computer tut und was er nicht tut. Ja? Und dafür braucht man einen mathematischen Hintergrund und den lernen wir hier. Automatentheorie, das sind formale Modelle von Computern, sehr einfache Modelle. Und wir werden den teilweise überraschende Beobachtung machen, dass es eine sehr enge Kopplung gibt zwischen diesen Automaten und den formalen Sprachen. Wir werden eine Hierarchie von immer komplexeren Sprachen sehen und dazu genau passend Automaten, die diese Sprachen verarbeiten können. Ja? Und ja, die komplexesten dieser Automaten sind dann, werden wir sehen, genauso mächtig wie alle Computer, die es überhaupt gibt. Egal, ob das irgendwie ein Mikroprozessor in unserem Rasierer ist oder ein Supercomputer. In formaler Sicht können die alle ungefähr gleich viel. Dauert nur ein bisschen länger oder könnte einen Speicherüberlauf haben. Und wir werden dann sehen, es gibt trotzdem Sachen, die Computer nicht können. Und das finde ich auch sehr spannend an dieser Vorlesung. Das ist eine der wenigen Vorlesungen, wo man jemandem, der eher so ein Intellektueller ist, sage ich mal, und sagt, ihr macht immer nur tun, machen, können, aber ihr müsst doch mal verstehen, können Computer alles, was können die nicht, können Menschen mehr als Computer? Da gibt es dann auch regelrecht philosophische Diskussionen. Und die Grundlagen davon lernen Sie hier. Insbesondere, dass es eben ganz konkret Dinge gibt, die Computer wirklich nicht können. Das finde ich spannend. Und dann gibt es das nächste Bereich, Komplexitätstheorie. Es gibt dann auch eine ganze Menge Dinge, die Computer zwar im Prinzip können, aber so lange dafür brauchen, dass das nicht praktikabel ist. Das ist ein anderes Unmöglichkeitsergebnis. Und dann Informationstheorie, nochmal erheblich niedrigeres Abstraktionsniveau eigentlich. Was ist überhaupt Information? Wie tauschen Computer Informationen aus? Wie speichern sie Informationen? Was passiert, wenn was schief geht? Wie stark kann ich Daten komprimieren, bevor einfach die Luft raus ist? Da gibt es spannende theoretische Ergebnisse zu, die man eben auch an allen möglichen Stellen braucht. Das ist jetzt so, diese Informationstheorie gehört eigentlich nicht zu dem klassischen Kanon der theoretischen Informatik. Wir hatten also früher die Informatik 3 im Diplomstudiengang, die hat genau diese Sachen gemacht. Wir haben aber dann festgestellt, die Informationstheorie braucht man irgendwie auch und die ist genauso grundlegend. Und wir haben eben leider nicht genug Theorievorlesungen, um deren eigene Vorlesung zu geben oder die woanders mit reinzubauen, früh genug. Deshalb gibt es halt dann am Ende 1 bis 2 Wochen Informationstheorie. Das steht auch nicht in dem Buch, sondern da werden wir dann ein Skript wahrscheinlich verwenden vom Jörn Müller-Quade, der die Vorlesung auch schon gehalten hat. So, Fragen zum Inhalt der Vorlesung? So, jetzt nochmal, warum machen wir das Ganze? Ja. Ich habe mir dann auch in Amazon angeschaut, die Rezensionen der Bücher.
Die meisten waren natürlich, ja, tolles Buch, haben dann aber auch erwähnt, das interessiert dich sowieso nur, wenn du Informatikstudent bist und das lernen musst oder so. Und einige haben auch totales Unverständnis geäußert, wozu brauche ich denn das jetzt? Und ich nehme mal an, dass viele von Ihnen das gleiche Problem haben oder vielleicht, wenn das Ganze schwierig wird, selbst wenn ich es Ihnen jetzt halbwegs überzeugend sage, ist es denn das wert dafür diese schwierigen Sachen? Ja? Aber es ist eben tatsächlich so, wir lernen hier Algorithmen, Konzepte und Methoden, die man in vielen Anwendungen tatsächlich braucht. Gerade im Entwurf von Programmiersprachen, Compilerbau, Textverarbeitung, also ich denke so an fortgeschrittene Suche- und Ersetzefunktionen zum Beispiel. Als Anfangsgründe auch die Verarbeitung natürlicher Sprache. Die hat auch eine gewisse formale Struktur, mit der man zumindest schon bestimmte Aspekte modellieren kann. Im Hardwareentwurf, Softwaremodellierung und dann diese Informationstheorie-Dinge, dann auch Kommunikation zwischen Rechnern, Telematik und viele andere Anwendungen. Ja? Dann selbst diese Unmöglichkeitsresultate, die man sagen würde, sind eher was Intellektuelles, ersparen uns möglicherweise blutige Nasen. Also ich habe schon davon gehört, dass es Riesenprojekte gegeben hat, die gesagt haben, wir machen jetzt ein automatisches Werkzeug zum Fehlersuchen in Programmen oder so. Wir werden zeigen, dass wir sowas nicht kriegen werden, zumindest nichts Vollständiges. Oder eben versuchen, irgendwelche Probleme optimal zu lösen, die man vermutlich niemals wird vollständig optimal lösen können. Und dann muss man da auch ein bisschen aufpassen, sage ich mal. Dann ist es so, wenn Sie sich irgendwie für den theoretischen Teil der Informatik interessieren, auch der näher an den Anwendungen ist, Algorithmen, Theorie, Logik, dann müssen Sie sehr viel beweisen. Und die Beweistechniken dafür lernen wir hier. Und ohne die kommen Sie in den fortgeschrittenen Theorievorlesungen überhaupt nicht weiter. Ja? Und dann nochmal dieses eher intellektuellere Ding, wenn Sie sich für Philosophie interessieren, dann gibt es so Aspekte wie Leib-Seele-Theorem, was ist künstliche Intelligenz, was ist der Turing-Test. Und wenn Sie da populärwissenschaftliche Abhandlungen drüber lesen, werden Sie zutiefst verwirrt, meiner Meinung nach, weil die Journalisten oder Autoren, die das schreiben, keine Ahnung von theoretischer Informatik haben. Bestimmte Sachen sind einfach völlig klar, wenn Sie diese Sachen Berechenbarkeit und sowas hier gelernt haben. Oder Turing-Äquivalenz, dass nämlich eigentlich alle Maschinenmodelle gleich sind, alle künstlichen Rechner sind in gewisser Weise gleich, werden wir lernen. Ja? Und dann gibt es in der KI, die Frage, können Maschinen so intelligent sein wie Menschen? Ich kann Ihnen darauf keine Antwort nennen, aber eine Sache, die man lernt, wenn man glaubt, dass Menschen im Prinzip sehr komplexe Maschinen sind, dann ist es klar, dann können Computer auch das Gleiche, auch wenn sie komplett anders aufgebaut sind. Und wenn man sich jetzt abheben will davon, dann kann man bestimmte Argumente schon mal nicht bringen. Wenn man sagen will, Menschen sind anders als Maschinen, dann muss man sehr sorgfältig zumindest argumentieren. Und da hilft einem die theoretische Informatikausbildung. So, Fragen zur Motivation der Vorlesung? So, das war jetzt sozusagen die Einführung. Jetzt wird es mathematischer. Und die ersten 12 Folien oder sowas sind jetzt, soweit ich das weiß, eher Wiederholung von Grundbegriffe der Informatik. Aber auch ein Überblick über die Vorlesung. Ja, also wir werden anfangen mit formalen Sprachen. Und wenn Sie jetzt irgendwo merken, da ist ein Begriff, den haben wir garantiert nicht gemacht, dann melden Sie sich, dann erkläre ich den nochmal. Ne? Und da baut man halt einiges auf. Es geht los mit einem Alphabet. Das ist einfach eine endliche Menge von Symbolen. Sigma, das könnten die Buchstaben des ASCII-Alphabets sein oder einfach eine Teilmenge davon, was weiß ich, nur Ziffern oder sowas. Daraus kann ich Wörter bilden, also ich hänge diese Zeichen aneinander
Und jetzt gibt es eben in der theoretischen Informatik immer so Konventionen. Man verwendet einen bestimmten Buchstaben, um ein bestimmtes Objekt zu bezeichnen. Das ist aber nur eine Konvention, die meistens gilt und von der man manchmal auch abweicht. Vor allem, wenn man dann irgendwie zwei Gebiete zusammenbringt, die irgendwie so einen Buchstaben auf verschiedene Weise interpretieren, dann muss man halt andere Buchstaben verwenden. Und dann kann man sich leicht verwirren lassen. Also Sie sollten niemals den Fehler machen, zu sagen, aha, das Alphabet ist Sigma. Sondern, aha, Sigma ist ein typischer griechischer Großbuchstabe, den ich benutze, um die Menge der Buchstaben in einer formalen Sprache zu beschreiben. Ja? Das hilft einem meistens zu erkennen, worum es geht, aber man darf sich auf nichts verlassen. Ne? Oder ein Wort wäre sowas wie U, V, W. Eine formale Sprache wäre sowas wie L. Formale Sprache ist einfach eine Menge von Wörtern. Dann gibt es das leere Wort, Epsilon. Das ist tatsächlich bei uns zumindest festgelegt, das ist immer dieses Epsilon, glaube ich. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Ne? Zum Beispiel die formale Sprache mit dem Inhalt Epsilon, die nur das leere Wort enthält, ist was anderes als die formale Sprache, die gar nichts enthält. Ja? Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, dann gibt es einen Operator Punkt, der die Konkatenation von Zeichenketten bezeichnet. Also AC Punkt BAB ist AC BAB. Und weil das so ist, lassen wir ganz oft diese Punkte auch weg, selbst wenn die da eigentlich hingehören. Ja? Diesen Punkt kann man auch verallgemeinern. Man kann auch das Produkt von zwei Sprachen bilden. Also L1 Punkt L2 ist dann die Menge aller Produkte von Wörtern aus den beiden Sprachen. Also die Menge aller W1 Punkt W2, für die gilt W1 in L1 und W2 in L2. Zum Beispiel, wenn ich das Produkt aus den beiden formalen Sprachen ABBA und AABB bilde, kriege ich vier mögliche Kombinationen, 2 mal 2, nämlich ABAA, ABBB, BAAA, BABB. Ja, Fragen dazu? Jetzt kann ich so ein Produkt auch mehrmals anwenden, dann kriege ich eine Potenz. Ja, Potenz W hoch 0 ist definiert als das leere Wort. W hoch N kann ich induktiv definieren als W mal W hoch N minus 1. Also ich hänge es einfach N mal hintereinander. Und wie eben auch kann ich die Potenz auch für ganze Sprachen nehmen. Eine Sprache hoch 0 ist genau das leere Wort. Sprache hoch N ist das Produkt aus L und L hoch N minus 1. Ja? Zum Beispiel A hoch 3 ist AAA. Oder A, BB Quadrat ist gleich, naja, ich kann 2 daraus nehmen, also AA, ABB, aber auch in einer anderen Reihenfolge BBA oder BBBB. Ja? Die 4 Stück kann ich machen. Jetzt kann ich auch sagen, ich will Potenzen bilden, aber es interessiert mich gar nicht, wie oft. Das ist dann L Stern. Ja? Das ist die Vereinigung aller L hoch I. Ja? Zum Beispiel AB Stern wäre ja, das leere Wort, dann einnehmen AB oder 2 AA AB BA BB oder 3 AAA oder AAB und so weiter. Ja? Und daraus bauen wir uns immer komplexere formale Sprachen auf. Kann natürlich Vereinigungsmengen, Schnittmengen, Differenzen, alles Mögliche machen. Wir werden noch sehr ungewöhnliche Definitionen von formalen Sprachen auch sehen. Und was wir ganz oft haben, ist, dass wir dann diese klinische Hülle von dem Alphabet selber uns nehmen. Das ist einfach die Menge aller Wörter über dem Alphabet Sigma. Ja? Und
Jetzt gibt es eine kleine Querverbindung zur linearen Algebra. Dieses Triple, die Wörter über dem Alphabet Sigma als Operation, die Konkatenation und als neutrales Element, das leere Wort, bildet einen Monoid. Ja? Weil insbesondere ist diese Produktoperation natürlich assoziativ und dieses leere Wort wirkt wie ein neutrales Element, weil wenn ich ein leeres Wort an ein anderes Wort dranhänge, kriege ich das gleiche Wort. Ja, dann gibt es noch Varianten von dem Stern, das ist das Plus. Da muss ich mindestens einmal die Sprache nehmen. Frage dort? Bitte? Was ist ein Monoid? Wer weiß, was ein Monoid ist? Wer weiß, dass das in linearer Algebra gemacht wird? Eine ganze Reihe. Was ist jetzt die Begründung, dass einige das nicht wissen? Wird lineare Algebra später gelehrt oder später geschrieben? Okay, aber unterrichtet wurde es schon. Also ein Monoid ist eine algebraische Struktur. Ich nehme Elemente aus einer Menge, in dem Fall Wörter aus Sigma Stern. Ich habe eine Operation, die darauf agiert. Ja, die nimmt Elemente der Menge, verknüpft sie und produziert neue Elemente der Menge. Also diese Operation muss abgeschlossen sein bezüglich dieser Menge. Das ist hier der Fall, Konkatenation von Elementen. Diese Operation ist assoziativ und es gibt ein neutrales Element. Und das ist schon alles. Ja? Also neutrales Element heißt, wenn ich mit dem neutralen Element multipliziere, kommt das Gleiche raus wie vorher. Und zwar egal, ob ich das von links oder von rechts mache. Das sind die Axiome, die ein Monoid beschreiben. Und das Schöne ist jetzt, es gibt eben aus der linearen Algebra, oder eigentlich ist das Algebra, ja, Grundlagen der linearen Algebra, gibt es eben eine ganze Menge Theoreme über alle Monoide. Und die brauche ich dann nicht neu beweisen für dieses konkrete Monoid Zeichenketten verknüpfen. Weitere Fragen? Positive Hülle haben wir gemacht. Komplementsprache ist einfach die Mengendifferenz zwischen allen Wörtern über dem Alphabet und der Sprache. Sozusagen das Umgekehrte. Ja? Und dann kann ich noch die Anzahl Buchstaben in einem Wort benutze ich für die Betragsstriche. Jetzt nochmal eine kleine Verständnisfrage, ein Test. Nehmen wir mal an, Sigma ist die leere Menge. Was ist denn Sigma Stern? Wer kann mir das sagen? Ja, genau, also es ist die Menge, die genau das Epsilon enthält, weil selbst die leere Menge hoch 0 ist Epsilon und alles andere ist leer. Ja? Also man muss immer sehr genau aufpassen, die Definitionen genau lesen, wenn man Fangfragen kriegt wie diese. Ich habe nämlich ein paar Leers gehört. Auch sehr verständlich. Okay. Weitere Fragen? Formale Sprachen hier? Okay. Ja. Wir werden ganz oft Buchstaben, Wörter auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Und dann gibt es ein paar Begriffe, die man immer wieder braucht. Präfixe, also zum Beispiel sei W ein Wort, das aus U, V, X besteht. Dann ist U ein Präfix, V ein Teilwort, X ein Suffix. Übrigens ist auch VX ein Suffix und UVX auch. Ja. Manchmal spiegeln wir auch Wörter. Also wenn wir Buchstaben C1, C2 bis CK haben und da diesen R-Operator darauf anwenden, dann meinen wir CK, CK-1, C2, C1. Das sind, denke ich, alles Sachen aus Grundbegriffe der Informatik. Ja. Machen wir mal ein paar Beispiele, die vielleicht jetzt langweilig erscheinen, aber das Schöne ist, wir werden diese Beispiele wieder und wieder sehen und mit denen kann man sich abstraktere Konzepte immer sehr schön verdeutlichen, indem man sagt, aha, was bedeutet das für diese Sprache? Ja? Und dann, deshalb werde ich viele Beispiele bringen, wo ich Konzepte anwende auf diese und ähnliche Sprache. Zum Beispiel wäre jetzt eine Sprache L gleich, über dem Alphabet 0, 1,
einfach gleich viele Nullen wie Einsen. Und zwar erst die Nullen und dann die Einsen. 0 hoch n, 1 hoch n, für n größer gleich 1. Oder dreimal das Ganze wiederholt, und weil es so schön war, nehmen wir jetzt nicht 0, 1, 2, sondern a, b, c. A hoch n, b hoch n, c hoch n. Also a, b, c ist da drin, a, a, b, b, c, c, a, a, b, 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 c, c, c. Aber zum Beispiel nicht a, b, b, c, weil das n hier überall das gleiche ist. Wir werden zum Beispiel sehen, dass Grammatiken, die das da spezifizieren, schon ein bisschen hässlich sind. Sogenannte kontextsensitive Grammatiken. Oder dann diese Menge WW. Das sind eben alle Wörter, wo ein Wort genommen wird und dann kopiert wird. Oder W und dann W gespiegelt. Und was wir sehen werden, ist, dass das WW irgendwie erheblich komplizierter ist als das WW gespiegelt. Das ist ein bisschen überraschend, finde ich. Dann die Menge der Palindrome, das ist sowas Ähnliches. Nur das sage ich da, dass es jedes Wort, bei dem W gleich W gespiegelt ist. Das ist irgendwie ganz schön, weil man kann dann in natürlichen Sprachen nach Palindromen suchen, wie Anna, Otto, Aua oder auch komplizierteren wie Gnudung, Hangna, Kajak, Lagerregal, Reliefpfeiler. Das längste Wort in einer natürlichen Sprache, das ein Palindrom ist, ist offenbar Saipa Kaupias aus dem Finnischen. Es gibt dann aber auch ganze Sätze, wo man dann allerdings die Leerzeichen meistens weglassen muss. Und das Blöde ist, dass die schönsten im Deutschen irgendwie nicht ganz politisch korrekt sind. Dann wieder mal ein möglichst einfaches, aber etwas mathematischeres Beispiel, das trotzdem ganz wichtige Aspekte schon beinhaltet, nämlich von formalen Programmiersprachen. Klammerausdrücke. Die kann man jetzt induktiv definieren. Man sagt, naja, das leere Wort ist ein wohlgeformter Klammerausdruck. Wenn ich zwei Wörter habe, U und V, die jeder wohlgeformte Klammerausdrücke sind, dann ist U Punkt V, oder ich habe den Punkt jetzt weggelassen, einfach UV, wieder ein wohlgeformter Klammerausdruck. Oder ich kann einen wohlgeformten Klammerausdruck U nehmen und links und rechts Klammern drum machen. Das ist auch ein wohlgeformter Klammerausdruck. Mit so Sachen werden wir uns typischerweise beschäftigen. Also das, bisher, das war alles Spezifikation. Ne? Ich habe ja, und so Begriffe. Ja? Wie definiere ich so Sprachen, Beispiele? Aber jetzt, was will ich überhaupt mit denen machen? Und da gibt es so Standardprobleme, die ich lösen will. Das Wichtigste ist vielleicht das Wortproblem. Also ich habe ein Wort aus Sigmar Stern. Also irgendwelche Buchstaben aus dem Alphabet zusammengehängt und ich will wissen, ist das in meiner formalen Sprache drin? Und das ist eine algorithmische Fragestellung eigentlich. Wie finde ich das raus? Wie lange dauert das? Geht das überhaupt? Solche Fragen werden wir stellen und auch beantworten. Oder Äquivalenz. Ich habe zwei formale Sprachen. Sind das die gleichen? Da könnten Sie sagen, sieht man doch, da muss da das Gleiche stehen, aber weit gefehlt. Ich kann ja die gleiche formale Sprache mit sehr unterschiedlichen Definitionen vielleicht beschreiben. Wir werden insbesondere auch sehen, wir haben bisher immer so mathematische Definitionen gemacht, ne, High Level. Wir werden dann Grammatiken sehen, die noch formaler sind. Wir werden aber auch sehen, dass man Sprachen mit Hilfe von Automaten spezifizieren kann, also einfachen Maschinen. Und dann sagt man, diese Maschine kriegt als Eingabe ein Wort aus Sigmar Stern und wenn das in L ist, dann passiert irgendwas Bestimmtes. Und dann ist natürlich klar, wenn ich jetzt eine Sprache habe, die mit einer Grammatik definiert ist und eine, die über eine Maschine definiert ist, dass es vielleicht sinnvoll ist, auch umzuwandeln zwischen diesen Repräsentationen. Dass ich dann zum Beispiel sage, jetzt baue ich erstmal aus dieser Grammatik auch eine Maschine. Und dann kann ich vielleicht Techniken verwenden, um die Äquivalenz zwischen zwei Maschinen zu entscheiden, um dann die Äquivalenz zwischen dieser Grammatik und der Maschine entscheiden zu können. Also das sind so die Standardprobleme. Wortproblem, Äquivalenz, Spezifikation und Umwandlung zwischen verschiedenen Spezifikationen. Und das werden wir uns für verschiedene Sprachklassen anschauen.
Und das hat eben, wie gesagt, auch sehr konkrete Anwendungen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Compiler schreiben, ist die erste Aufgabe, einen Parser zu bauen, der also das Computerprogramm einliest und nachschaut, ist das überhaupt ein Programm dieser Sprache oder haben die sich irgendwie vertippt? Ja? Ist das gar kein Programm und ich kann gar nichts machen? Und wenn es eins ist, kriegt man als Nebeneffekt sozusagen die Struktur des Programms raus, die man dann weiter benutzen kann, um tatsächlich einen Code zu erzeugen. So. Fragen zu den typischen Fragestellungen? Ja. So, warum formale Sprachen? Ich habe schon gesagt, Programmiersprachen. Aber im Prinzip, jedes Dateiformat, zum Beispiel, weiß nicht, eine Word-Datei oder sowas, ist im Prinzip eine formale Sprache, die sagt, welche Struktur darf überhaupt so eine Datei haben? Oder eine HTML-Datei. Die haben bestimmte Strukturen, die man mit Hilfe von formalen Sprachen definieren kann. Oder Eingaben im weitesten Sinne, das könnten auch Impulsfolgen an Pins eines Chips sein, zum Beispiel. Könnte man auch als formale Sprache auffassen. Dann kann man auch sagen, es ist einfach eine einfache, klar definierte Fragestellung, mit der man theoretische Informatik treiben kann. Und komplexere Sachen wie Funktionen berechnen und so weiter haben halt noch einen etwas höheren formalen Notations-Overhead, sage ich mal. Und wir werden sehen, dass man eigentlich die meisten algorithmischen Fragestellungen auf formale Sprachenfragestellungen zurückführen können. Also in gewisser Weise ist es ohne Beschränkung der Allgemeinheit zu sagen, ich mache nur formale Sprachen und sonst gar nichts und dann verstehe ich eigentlich schon die ganze Informatik. Ich will dazu mal ein Beispiel nennen. In Algorithmen 1 haben Sie das Rucksackproblem kennengelernt. Und auf den ersten Blick hat das irgendwie auch gar nichts mit formalen Sprachen zu tun. Ne? Also zur Erinnerung, das Rucksackproblem, ich habe n Gegenstände mit einem Gewicht wi und einem Profit pi. Ich soll eine Teilmenge x von Gegenständen auswählen, sodass die Summe der wi kleiner gleich w ist. Also ich darf die Kapazität des Rucksacks nicht überschreiten. Und ich möchte das aber so tun, dass der Profit maximiert wird. Ja? Da brauchen Sie einen Optimierungsalgorithmus, der also Problembeschreibung nimmt und eine Ausgabe berechnet, eine Teilmenge von Elementen, die die Kapazität nicht überschreiten und den Profit maximieren. Jetzt, was hat das mit einer formalen Sprache zu tun? Ich sage alles. Definiere folgende formale Sprache L. Das ist eine Teilmenge von 0, 1, Stern. Also es kann eine beliebige Kette von Nullen und Einsen sein. Das sind Binärzahlen und die werden getrennt durch Kommas. Ja? Und ich sage jetzt, W ist in der Sprache, falls es sich um eine kommaseparierte Liste von 2n plus 2 Binärzahlen handelt. Also strikt gesprochen müsste ich jetzt eigentlich das irgendwie so ln nennen. Also für jedes n habe ich eine eigene formale Sprache. Ja? Und die interpretiere ich jetzt folgendermaßen. Das ist im Prinzip mein Profit, den ich erzielen will. Den muss ich allerdings jetzt schon raten, vorgeben. Die Kapazität des Rucksacks und dann Gewichte und Profite meiner Elemente. Ja? Und ich definiere jetzt einfach ein Wort, ist in dieser Sprache, in L, wenn es nicht nur dieser ganz einfachen Form genügt, sondern außerdem ist eine Teilmenge von 1 bis n gibt, sodass Summe i in x pi, also der Profit, den ich mit diesen, also diese Teilmenge wählt Elemente aus, ja, muss eine Teilmenge geben, sodass wenn ich die Profite der ausgewählten Elemente summiere, ich einen Profit größer gleich p kriege und außerdem die Summe der Gewichte kleiner gleich w ist. Ja. Das ist jetzt eine zugegebenermaßen ungewöhnliche Definition einer formalen Sprache. Aber es ist ganz klar, es ist eine mathematische Definition einer formalen Sprache. Ja? Also ich habe hier einfach Ketten von Binärzahlen und ich spezifiziere hier mathematisch, welche davon in der Sprache sind. Und jetzt können Sie immer noch fragen, ja, und was hat das jetzt mit dem
Optimierungsproblem, Rucksackproblem zu tun? Naja, ich habe ja gesagt, das fundamentalste Problem, mit dem wir uns bei formalen Sprachen befassen, ist das Wortproblem. Das heißt, wir gucken uns an, nehmen wir mal an, wir können diese Art von Sprachen mit einem Computerprogramm so bearbeiten, dass wir das Wortproblem lösen können. Dann ist es ziemlich einfach, auch das Optimierungsproblem zu lösen. Weil ich mache jetzt Folgendes. Das ist ein Algorithmus außenrum, der aber sehr simpel ist. Ja? Ich rate ein optimales P. Das kann ich durch binäre Suche machen. Ne? Ich rate erstmal Profit 1. Guck, dann gibt es 1, wenn das so ist, 2, 4, 6, 8, bis es keins gibt. Und dann grenze ich das immer weiter ein. Und dann weiß ich, aha, der optimale Profit ist offenbar der und der. Ja? Allerdings, das Wortproblem genau, also ich kenne ja dieses Wort schon, ne? B1, P1W kenne ich alle, ich muss nur noch das raten. So, und dann sagt er irgendwann, jawohl, Profit 42 geht. Und jetzt sagen sie, ja gut, aber ich weiß immer noch nicht, was die richtige Menge der Elemente ist. Aber ganz einfach, jetzt streiche ich einfach nacheinander Elemente raus. Jetzt lasse ich erstmal Element 1 weg und gucke, dann ist es immer noch in der Sprache. Und er sagt, jawohl, weiß ich, aha, ich brauche das erste Element nicht für eine optimale Lösung. Dann streiche ich W2 und er sagt, geht nicht mehr. Dann weiß ich, aha, W2 muss drin sein. Tue ich es wieder rein, streiche W3 und so weiter, bis ich einmal durch bin. Und dann habe ich sowas wie N plus Log Summe der PI Wortprobleme lösen müssen, um eine optimale Lösung fürs Rucksackproblem zu finden. Und das ist in gewisser Weise wenig, weil wir werden gegen Ende der Vorlesung lernen, dass das Rucksackproblem NP-hart ist. Das heißt, es gibt möglicherweise oder vermutlich keinen Algorithmus, der beliebige Rucksackprobleme in polynomieller Zeit löst. Ja? Deshalb ist es vermutlich für diese Sprache auch nicht so einfach, das Wortproblem zu lösen, weil dann hätten wir das Rucksackproblem auch gelöst. Ja? Also, zugegebenermaßen ein etwas gekünsteltes Beispiel, aber ich hoffe trotzdem eins, das verdeutlicht, dass formale Sprachen keine große Einschränkung sind. Wir können also fast alles als formales Sprachenproblem auffassen, wenn wir drumherum ein bisschen Zusatzlogik bauen. Das ist hier die Aussage. Okay. So, das war das erste Kapitel unserer Vorlesung, formale Sprachen. Dann Automatentheorie. In Grundbegriffe der Informatik haben Sie bereits endliche Automaten kennengelernt. Und wahrscheinlich auch diese vielleicht etwas trockene Tupelnotation. In einer richtig schönen formalen Vorlesung steht dann, eine endliche Automat ist ein Fünftupel Q Sigma Delta SF. Aha. Muss natürlich verstehen, was ist das? Q ist eine endliche Menge von Zuständen. Sigma ist halt die Menge der Eingabesymbole. Delta ist eine Übergangsfunktion. S ist ein Startzustand und F eine Menge von Endzuständen. Was bedeutet das? Man kann das sich am besten an diesem Bild überlegen. Man hat ein Eingabeband, da steht ein Wort über Sigma Stern drin. Ja, am Anfang, es gibt so einen Lesekopf, der liest am Anfang das erste Wort den ersten Buchstaben dieses Wortes. Ja? Und es gibt den Anfangszustand. Am Anfang ist hier der Zustand hier halt S. Ja? Und jetzt gibt es einfach eine Tabelle, Delta, die sagt, aha, der Zustand, der Buchstabe, folgender Nachfolgezustand. Dann dreht man einmal um. Ich stelle mir immer so etwas Mechanisches davor. Man dreht an der Kurbel, dann macht das Ratterklick. Und dann ist man in einem neuen Zustand und das Eingabeband wird um 1 weiter bewegt. Das Ganze macht man n mal, wenn das Wort die Größe n hat. Und wenn man dann
in einem Zustand ist aus der Menge F, dann ist das Wort in der Sprache und sonst nicht. Ja? Insofern kann man mit einem endlichen Automat eine Sprache definieren. Jetzt machen wir mal ein konkretes Beispiel. Ein Fahrkartenautomat. Sie werden gleich sehen, dass der irgendwie nicht das ist, was man haben will, aber ich habe einen sehr ähnlichen Automaten tatsächlich mal in Rom gesehen. Der hat also, da war es so, ein Ticket kostete 90 Cent. Das war der große Vorteil gegenüber Karlsruhe, wo das das Doppelte kostet. Aber man musste genau passend einwerfen. Und wenn man jetzt sagt, ich habe aber keine 90 Cent und ich will mit dieser blöden U-Bahn fahren, ich bin auch bereit, 10 Cent zu spenden, ist nicht. Man warf da einen Euro rein und sagte, bong. Man warf zwei 50-Cent-Stücke ein und sagte, bong. Ja, das ist dieser Automat. Also hier der grüne Pfeil ist der Startzustand. Ich habe die Zustände jetzt mit Zahlen bezeichnet, die speichern sozusagen, wie viel man eingegeben hat. Das ist jetzt ein Automat, der frisst nur 10, 20 und 50-Cent-Stücke. Und es gibt eine Abbruchtaste. Und wenn ich zu viel Geld einwerfe, wirkt das genau wie eine Abbruchtaste. Und dann kriege ich halt folgendes Übergangsdiagramm. Also ich habe Zustände 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 ist der Endzustand, der einzige Endzustand. Und jetzt habe ich Kanten zwischen den Zuständen, die habe ich jetzt immer mit so Münzen bezeichnet. Das sind halt die Eingaben, die zu dem entsprechenden Zustandsübergang führen. Ja? Das heißt, ich habe hier einen Automaten grafisch dargestellt, aber eigentlich formal ist das nur eine etwas anschaulichere Kodierung dieser Übergangstabelle Delta. Ja? Also hier wäre jetzt dieses Tupel, wäre 10, 20, 50, C, das sind die Eingaben, wohlgemerkt. 10 ist ein Buchstabe meines Alphabets. Ja? Auch wenn ich den jetzt durch zwei Buchstaben unseres Alphabets darstelle, darf man sich nicht verwirren lassen. Die Zustände sind 0 bis 90. Dann gibt es eine Übergangsfunktion Delta, die ich hier nicht näher spezifiziere, die aber durch dieses Bild spezifiziert wird. Es gibt den Anfangszustand 0 und die Menge der Endzustände, die nur die 90 enthält. Fragen zu dem Beispiel? Genau, da könnten wir jetzt wunderschöne Aufgaben stellen. Bauen Sie einen besseren Geldautomaten oder irgendwie so. Und Sie können sich natürlich auch vorstellen, dass man vielleicht komplexere Automaten haben will, die auch Ausgaben produzieren. Da wird man dann zum Beispiel, könnte man dann zum Beispiel sagen, oh, diese Ausgabe ist das und das Wechselgeld oder die Fahrkarte oder so. So, endliche Automaten sind jetzt wirklich sehr simpel. Mit denen kann man nicht viel machen, aber genug, damit sie interessant sind, sage ich mal. Aber wir werden dann mächtigere Sprachen kennenlernen und dazu passende Maschinen. Und was wir dann kriegen, ist die sogenannte Chomsky-Hierarchie. Da sind also drei Dinge, die zueinander korrespondieren. Grammatiken, Automatenmodelle und dazu passende Familien von formalen Sprachen. Und die werden wir halt durchdeklinieren, wie diese Hierarchie aussieht. Und ein sehr schöner Kompromiss zwischen Mächtigkeit und einfacher Handhabbarkeit werden neben diesen regulären Sprachen, die die endlichen Automaten deklarieren, die kontextfreien Sprachen sein, weil mit denen kann man die wichtigsten Aspekte von Programmiersprachen und zum Teil sogar von natürlichen Sprachen spezifizieren. Und man kann sie trotzdem noch einigermaßen effizient erkennen. Wir werden dann leider sehen, dass wir können die in polynomieller Zeit erkennen, also das Wortproblem lösen, aber leider nicht in linearer Zeit. Ja? Also wenn ich jetzt einen Compiler schreibe und der soll das Linux-Betriebssystem übersetzen, das dann irgendwie einige zig Millionen Zeilen Code enthält, dann wird man das wahrscheinlich nicht als eine gute Nachricht ansehen, wenn ich sage, ja, ich habe einen Parser für den Compiler, aber die Laufzeit davon wächst mit der dritten Potenz der Eingabe. Dann würde die Übersetzung des Linux-Betriebssystems ziemlich lange dauern. Wir brauchen also ganz leicht eingeschränkte kontextfreie Sprachen, die man in linearer Zeit erkennt. Und das sind unsere Programmiersprachen. So, Fragen dazu. Es gibt aber noch mächtigere Maschinen. Wohlgemerkt, ich habe Ihnen jetzt nicht die passende Maschine zu diesen kontextfreien Sprachen genannt, weil die ist ein bisschen hässlich. Die werden wir dann auch kennenlernen. Das ist auch nicht ganz so wichtig.
die mächtigste Maschine, die wir dann kennenlernen, ist die Turing-Maschine. Und die sieht erstaunlicherweise gar nicht so viel komplizierter aus als ein endlicher Automat. Also ich habe wieder meine Eingabe aus Sigma Stern. Ich habe eine Übergangsfunktion, ich habe eine Zustandsmenge. Alles das Gleiche. Mit einem kleinen Unterschied, dieses Schreibleseband, dieses Band, das ich da habe, wird nicht nur gelesen und geht nicht jedes Mal einen weiter, sondern ich kann auch Symbole auf dem Band verändern und ich kann bei jedem Schritt entscheiden, bewegt sich das jetzt nach rechts oder nach links? Oder bleibt es stehen? Obwohl, das wäre, glaube ich, noch nicht mal nötig. Ja? Also ich kann jetzt plötzlich auf dem Band was verändern, ich kann das Band in beliebige Richtungen bewegen. Das ist irgendwie ganz, ganz anders, als heutige Computer funktionieren. Aber der Vorteil ist halt, Sie können das definieren, was das Ding tut, mit endlicher Automat plus zwei Zeilen. Ja? Und dann können Sie mathematische Schlussfolgerungen über diese Turing-Maschinen anstellen, viel einfacher, als wenn Sie eine Spezifikation eines Intel Haswell 18-Core-Prozessors hätten, der 3 Milliarden Transistoren enthält. Ja? Und als Theoretiker würde ich sagen, und außerdem ist dieser Haswell-Prozessor ein endlicher Automat. Ja? Mit 2 hoch 3 Milliarden Zuständen oder so. Gut. So, also warum beschäftigen wir uns mit sowas? Wir werden sehen, diese Einfachheit macht keinen Unterschied. Die können trotzdem alles, ja? Die können genau das Gleiche wie alle anderen hinreichend mächtigen Maschinenmodelle. Und andererseits können wir für dieses relativ einfache Ding zeigen, es kann trotzdem nicht alles. Und daraus folgt dann, alle anderen Maschinenmodelle können auch nicht alles. Und natürlich ist es für ein so einfaches Modell viel leichter zu zeigen, dass die irgendwas nicht können. Ja? Das ist ein anderer Grund, warum ich ganz einfache Maschinenmodelle brauche. Also, wir werden sehen, es gibt nicht berechenbare Funktionen. Also Dinge, die... Und ich habe gesagt, wir brauchen keine Funktionen, wir brauchen nur formale Sprachen. Es gibt formale Sprachen, für die Turing-Maschinen das Wortproblem nicht lösen können. Das ist im Endeffekt, was wir zeigen. Und daraus folgt dann, kein Computer kann dieses Problem lösen. Ja? Und das ist schon eine sehr spannende Aussage. So, das war formale Sprachen, Automatentheorie und Chomsky-Hierarchie. Und dann kommt Komplexitätstheorie. Was wir hier gemacht haben, da wurde Effizienz völlig außen vor gelassen. Es gibt zum Beispiel Funktionen wie die Ackermann-Funktion, die kennen Sie, glaube ich, aus Algorithmen 1 auch. Die zu berechnen dauert irgendwie super, super, super lange. Interessiert uns alles nicht. Es gibt sogar Sachen, die kann ich gar nicht berechnen. Aber dann interessiert uns doch irgendwann, was kann ich denn effizient berechnen? Und das ist dann ein anderes Gebiet, Komplexitätstheorie. Was können wir effizient berechnen? Und wieder sind es die Turing-Maschinen, die wir da verwenden können. Sie könnten, auf den ersten Blick wird man meinen, Turing-Maschinen sind super langsam, ja, weil die können immer nur einen Buchstaben rechts oder links, während ein richtiger Computer hat viele Prozessoren, kann beliebige Stellen im Speicher zugreifen, bla bla bla. Aber das wird uns gar nicht interessieren. Wir werden davon abstrahieren. Wir werden sagen, polynomiell große Faktoren in der Laufzeit interessieren uns nicht. Wir sagen, ob das Ding jetzt einen Linearzeitalgorithmus hat oder einen quadratischen Algorithmus oder ob die Ausführungszeit von der Eingabegröße n wie n hoch 42 abhängt, das interessiert uns gar nicht. Solange das weniger ist als exponentiell. Das ist auf jeden Fall weniger. Ja? Also so polynomielle Faktoren, Eingabegröße hoch irgendeine Potenz interessieren uns gar nicht. Und wenn ich davon weg abstrahiere, werden wir sehen, ist die Turing-Maschine genauso mächtig wie jedes andere Maschinenmodell. Man muss im Endeffekt, um einen Speicherzugriff zu simulieren, halt einmal über das Band hecheln. Das ist dann ein Faktor n. Und viel schlimmer wird es aber nicht mehr.
So, und jetzt eigentlich möchte die Komplexitätstheorie untere Schranken zeigen. So nach der Devise, es ist unmöglich, das Rucksackproblem schneller zu lösen als 2 hoch 0,134n Laufzeit, wenn n die Anzahl Gegenstände ist. Die schlechte Nachricht ist, wir wissen fast nichts über untere Laufzeitschranken. Also auf den ersten Blick Komplexitätstheorie, schöne Idee, aber im Ansatz gescheitert. Aber dann haben die Komplexitätstheoretiker einen Ersatz gefunden dafür. Der ist nicht ganz so befriedigend wie eine echte untere Schranke, aber sie können große Klassen von algorithmischen Problemen identifizieren. Was weiß ich, Rucksackproblem, Handlungsreisendenproblem, Bestimmung von unabhängigen Mengen in Graphen und viele, viele andere Sachen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben und mit denen sich schon Tausende und Abertausende von Wissenschaftlern beschäftigt haben, um effiziente Algorithmen zu finden, und keiner hat was gefunden. Und dann sagt man, aha, diese Probleme sind jetzt gegenseitig Zeugen voneinander, dass sie eigentlich schwierig sind, weil wir werden zeigen, wenn ich eins von denen lösen kann, effizient, dann kann ich alle anderen auch lösen. Bis auf polynomielle Faktoren. Also wir werden ganz viele Probleme in einen großen Sack stecken und sagen, wenn ich bereit bin, von polynomiellen Faktoren abzusehen, sind die alle gleich schwierig. Und damit dann vermutlich auch wirklich schwierig. Ja? Wobei das keiner im Endeffekt weiß. Und das ist dann auch ein Problem, auf das 1 Million US-Dollar ausgesetzt sind. Wenn Sie eine dieser Probleme finden, wo Sie einen polynomiellen Algorithmus für angeben können, oder aber wirklich diese untere Schranke zeigen, kriegen Sie 1 Million. Ja? Was natürlich bewirkt, dass noch viel mehr Leute sich darum kümmern. Und ich bin auch Herausgeber einer Zeitschrift, die sich mit Algorithmen beschäftigt, allerdings eher den praktischen Aspekten, kriege aber trotzdem ständig irgendwelche Papiere. Wir haben das jetzt bewiesen und wir wollen jetzt 1 Million haben. Und dann muss man immer irgendjemanden finden, der sich durch dieses Ding beißt und den Fehler findet. Das macht richtig Spaß. Fragen zur Komplexitätstheorie? Ja? Nee, das kann man wirklich beweisen, dass die alle gleich schwierig sind. Und wir werden das auch für eine ganze Reihe von Problemen hier tun. Wir werden das vielleicht sogar in der Klausur selber tun. Das ist nicht so schwierig, aber auch nicht trivial. Also genau, weitere Fragen? Genau, also akustisch nochmal, die Frage war, was man denn, wieso die alle in der gleichen Klasse sind. Ob man einfach gesagt hat, oh, das sind alles Probleme, die noch keiner lösen konnte, die packen wir jetzt in den gleichen Sack. Nein, es ist so, man hat bewiesen, dass die alle gleich schwierig sind. Und Sie werden das auch lernen. Gut, dann letztes Kapitel Informationstheorie. Da beschäftigen wir uns mit Bits, Buchstaben oder Zahlenfolgen. Und die grundlegende Frage wäre erstmal, kann ich die komprimieren? Wie viele Bits brauche ich, um eine bestimmte Zahlenfolge darzustellen oder eine bestimmte Buchstabenfolge? Was für Möglichkeiten habe ich da und was Grenzen gibt es auch? Ja? Kann ich zum Beispiel ausnutzen Kontexte? Zum Beispiel ist es natürlich in Sprachen so, dass bestimmte Buchstabenfolgen häufig sind. Zum Beispiel der Buchstabe C ist im Deutschen nicht besonders häufig. Wenn aber jetzt ein S kommt, dann wissen Sie, aha, das ist mit einer Wahrscheinlichkeit von wahrscheinlich 1/4 oder so, kommt jetzt SCH. Und wenn sogar SC kommt, dann wissen Sie mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, jetzt kommt ein H. Wenn es nicht gerade ein englisches Wort ist, das dann doch kommt, aber in dem Kontext deutsche Sprache können Sie aus dem SC fast schon das H schließen und brauchen dann auch weniger Bits, um diesen Buchstaben zu kodieren. Ja? Wie weit kann man das Spiel treiben? Damit beschäftigt sich die Informationstheorie. Aber auch Fehlererkennung, wenn jetzt jemand irgendwie ein Bit umdreht, wie kann ich dann das vielleicht wieder korrigieren? Oder jetzt nächster Schritt dann, wo wir uns in der Algorithmik mit beschäftigen, Datenstrukturen. Ich will nicht nur Daten komprimieren, irgendwie über eine Leitung schicken und wieder dekomprimieren,
sondern ich will auf den komprimierten Daten rechnen. Geht das? Oder eben, was mein Kollege Jörn Müller-Quade dann, er macht so Kryptographie, also wie verschlüssele ich Daten? Und das hat alles Aspekte aus der Informationstheorie. Fragen dazu? Okay, dann haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, um jetzt wirklich in das erste Kapitel einzusteigen. Oder wollen wir erst die Orga-Sachen machen? Dann machen wir die zuerst. Ja, also ich bin Tobias Meyer und mein Kollege Lorenz Hübschler-Schneider. Wir zwei sind die Übungsleiter für das Fach. Und es wird wie die letzten Jahre auch Übungsblätter geben, die ihr jede Woche bearbeiten könnt. Genau. Der Übungsblätterzyklus wird so ablaufen. Die Übungsblätter kommen immer mittwochs raus und werden dann am kommenden Freitag abgegeben. Das heißt, ihr habt für jedes Übungsblatt 1,5 Wochen. Allerdings kommt das nächste Übungsblatt natürlich dann auch schon am nächsten Mittwoch raus. Das heißt, die überschneiden sich immer so ein bisschen. Ich glaube, letztes Semester in Algorithmen 1 war es ähnlich. Es wird ziemlich ähnlich ablaufen. Unsere Vorlesungen sind diesmal dienstags und donnerstags. Das Übungsblatt wird, wie gesagt, mittwochs normalerweise wahrscheinlich abends veröffentlicht, sodass ihr das dann schon für die Vorlesung am Donnerstag habt. Das Übungsblatt geht immer über den Stoff von den zwei Vorlesungen aus der Woche, in der es rauskommt. Und die Tutorien zu diesem Übungsblatt fangen hoffentlich schon immer freitags an. Genau, und gehen dann eben bis am Abend vor der nächsten Abgabe. Klassischerweise hat sich das so bewährt, weil viele Leute die auch Donnerstag noch machen, das letzte Blatt. Genau, also hier dieser Stoff geht normalerweise schon über das nächste Übungsblatt, was dann an diesem Mittwoch rauskommt. Das ist so unser Plan und wir hoffen, dass das so funktioniert. Genau, die Übungsblätter werden veröffentlicht auf unserer Homepage. Die ist hier nochmal anders als auf den ursprünglichen Folien. Wir haben die umbenannt, damit die ein bisschen besser einzutippen ist. Genau, vorher war da irgendwie 2115 oder sowas. Genau, das ist mal so der Übungsblattzyklus. Dann natürlich, was euch jeder auch schon gesagt hat, was sollt ihr auf die Übungsblätter draufschreiben? Wir brauchen halt auf jeden Fall euren Namen. Und wenn ihr mit jemand zusammengearbeitet habt, das dürft ihr bei uns, ihr dürft zu zweit immer die Blätter abgeben, dann kommt natürlich auch der zweite Name drauf und auch bitte beide Matrikelnummern. Ansonsten ganz, ganz wichtig ist die Tutoriumsnummer oben rechts, weil wir müssen die von Hand sortieren und ihr seid ganz schön viele. Macht die einfach drauf, zur Not müssen wir, wenn das zu viele nicht machen, Punkte abziehen oder die überhaupt nicht korrigieren. Oder macht's einfach. Es ist nur besser für euch, wenn ihr das einmal da oben drauf schreibt. Genau, aber ich denke, das sollte klar sein, ihr seid im dritten Semester, ihr habt das jetzt auch schon eine Weile gemacht. Warum macht ihr die Übungsblätter? Natürlich ist es eigentlich so, dass ihr solltet die machen, weil ihr dann besser in der Klausur seid, weil ihr besser vorbereitet seid und es hat sich einfach bewährt, Übungsblätter über das Semester rüber zu machen. Wir wollen es noch ein bisschen forcieren und geben deswegen auch Bonuspunkte auf die Klausur. Bonuspunkte werden prozentual verteilt an dem, wie viele Punkte ihr gemacht habt. Das heißt, wenn ihr mal ein Blatt nicht habt oder sowas, das ist nicht ganz so schlimm. Ihr bekommt immer noch Bonuspunkte relativ gesehen zu dem, was ihr alles gemacht habt. Genau, die Klausuren wurden vorher auch schon gesagt, wann die stattfinden. Die finden statt am 4. April und die Nachklausur ist dann ersten Semester später. Die findet statt im August. Insgesamt können 3 Punkte für die Klausur erworben werden durch die Übung. Das pendelt sich normalerweise aus auf ziemlich genau einen Notenschritt, also 0,3 Notenpunkte. Ja. Also gibt es Fragen zu den Übungsblättern insgesamt mal? Ja? Nein, oder? Also es gibt ja keinen Übungsschein. Die Frage wäre, ob wir Bonuspunkte anerkennen würden. Gut, aber wir haben sie vor
vor einem Jahr nicht gehalten. Und es würde sich auf jeden Fall lohnen, die Übungsblätter jetzt neu zu machen und, und die Bonuspunkte jetzt zu kriegen, weil es natürlich auch darum geht, wie halten wir die Vorlesung und wie sehen unsere Aufgaben aus. Also ich glaube, wenn ihr die Vorlesung vor einem Jahr gehört habt, solltet ihr einfach die Punkte nochmal neu erarbeiten. Das ist das Einfachste, denke ich. Sonst vor einem Jahr. Also ich würde jetzt mal sagen, wir sind da großzügig. Wenn die wirklich die gleiche Regelung hatten und das entsprechend dokumentiert. Ab 50%. Ja gut, aber dann kriegen die ab 50% zwei Bonuspunkte. Okay, also dann machen wir es so, wenn wir vom... Aber wenn er drei haben wollen, müsst er bei uns 75 machen. Genau. also dann machen wir es so, wenn ihr die Punkte, wenn ihr bei Frau Wagner die Vorlesung gehört habt, dort den Übungsschein gemacht habt, könnt ihr uns das sagen, dann schauen wir, ob die noch eine Liste haben und melden uns dann bei euch zurück. Wenn die diese Liste haben, dann kriegt ihr bei uns zwei Bonuspunkte, weil bei Frau Wagner wurde es nur gezählt, ob man 50% hat oder nicht, wenn ich es richtig verstanden habe also ich weiß es auch nur von den Tutoren, die jetzt bei uns wieder Tutorien halten. Wenn das alles funktioniert, ihr solltet euch dann aber bei uns melden, damit wir euch auch zurücksagen können, ja, wir haben diese Liste gekriegt oder nein, die haben die Liste vielleicht schon gar nicht mehr da. Gut. Ja? Nein, wir dürfen die nur auf bestandene Klausuren anrechnen. Genau. Und ich kann natürlich jetzt nicht garantieren, dass in einem Jahr, wenn ihr bei uns die Punkte gemacht habt, dass die in einem Jahr bei der Folgevorlesung noch gültig sind. Dafür gebe ich jetzt besser keine Garantie. In einem Jahr sind wir nochmal dran. Also dann sind sie in einem Jahr nochmal gültig. Gut. Ja. Gut, wer korrigiert eure Blätter? Wie wird das Ganze laufen? Wir haben natürlich auch... Ach so, wie macht ihr die Blätter? Wir haben ein Diskussionsforum eingerichtet im Ilias. Es läuft ab wie in jedem anderen Lehrstuhl. Ihr dürft keine Lösungen posten oder sowas. Wir werden das so ein bisschen moderieren. Genau, also meldet euch da an, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr da Fragen stellen und eure Kommilitonen können die hoffentlich auch mit beantworten. Wir werden hin und wieder mal draufschauen, aber ich weiß nicht, wie genau unsere Response-Time da sein wird. Gut, dann in Tutorien, wo ich jetzt gerade schon dazu wollte. Ihr könnt euch wie sonst auch immer über WebInscribe dabei anmelden. Die Anmeldung beginnt heute irgendwann, ich glaube erst später, erst gegen Abend und läuft dann bis Donnerstag. Wie vorher gesagt, ihr könnt die Blätter zu zweit abgeben. Wenn ihr die Blätter zu zweit abgebt, müsst ihr aber im selben Tutorium sein. Das heißt, ihr solltet euch da vielleicht als Lerngruppe oder sowas anmelden. Das ging zumindest früher immer. Ja. Ja, genau, die Tutorienliste ist auf WebInscribe mittlerweile hoffentlich hochgeladen. Gestern war da noch eine veraltete Liste von letztem Jahr, aber die Tutorien finden statt von Montag bis Freitag. Freitag sind es nur zwei Stück, weil das eben ein bisschen ein schwieriger Tag ist, weil da auch die Abgabe ist und der Tutor muss dann eben schon für die nächste Woche die Sachen machen. Deswegen haben wir nicht so viele Tutorien am Freitag, aber sonst die ganze Woche über sind Tutorien jeden Tag. Genau. Wie gesagt, meldet euch da an über WebInscribe. Nachzügler wäre ein bisschen schwierig zu verteilen, ja? Morgen kommt schon das erste Übungsblatt raus, genau. Das haben wir gestern fertig gemacht. Da müssen wir nochmal drüber schauen. Aber das wird morgen veröffentlicht. Genau, zu dem Stoff, der dann am Donnerstag fertig geworden ist. Also zu dem Stoff heute und am Donnerstag. Genau. Ah, ja, genau. Dann wollte ich einfach nochmal, weil wir einen Organisationsfoliensatz haben, wenn ihr irgendwann mal was nachschauen wollt, könnt ihr auf diesen einen Foliensatz zurückkommen. Deswegen habe ich das hier auch nochmal wiederholt. Die Vorlesung richtet sich größtenteils an diesem Buch, Theoretische Informatik, kurz gefasst. Wenn ihr lernen wollt, lohnt es sich, glaube ich, wirklich, dieses Buch zu verwenden.
Das wäre das Organisatorische von mir. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zur Übung oder irgendwas, was ihr glaubt, sei richtig an mich gerichtet oder an uns gerichtet? Gut, dann machen wir weiter mit dem ersten Kapitel der Vorlesung. Ja, es gibt auch noch keinen Grund, so massiv zum Aufbruch zu blasen. Ein bisschen möchte ich schon noch was machen. Ich werde ein bisschen eher aufhören, weil wir gut in der Zeit sind, aber vielleicht muss ich dazu sagen, diese Vorlesung geht hervor aus Informatik 3, das waren 4+2 Semesterwochenstunden und wir haben ein magisches Datenkompressionsverfahren angewandt, sodass das jetzt mit 3+1 geht und zum Ausgleich gibt es dann die Informationstheorie obendrauf. Natürlich streichen wir auch an einigen Stellen Material, aber es ist schon recht gedrängt. Also, wir gehen jetzt in das Kapitel 1 vom Schöning, Automatentheorie und formale Sprachen. Nehmen wir mal ein Beispiel, arithmetische Ausdrücke. Ja? Leicht vereinfacht, wir haben nur ein Symbol A, keine Zahlen, keine weiteren Symbole, Plus und Mal und Klammern. Ja? Und jetzt, ja, Sie wissen, wie man mit arithmetischen Ausdrücken umgeht. Der Laser ist jetzt irgendwie verschwunden. Lorenz, habt ihr noch den Laserpointer? Oder? Aha, interessant. Ah, hier, sorry. Genau, also Sie wissen A minus A mal A plus A durch A plus A minus 1, das ist so ein Ausdruck, der da ist reichlich unsinnig, aber auch, aber Sie wissen auch, das ist keiner. Aber wie formalisiert man das? Das ist jetzt eine der Motivationen, aber auch natürliche Sprache. Also Sie haben wahrscheinlich in der Schule auch mal sowas gesehen, dass man einen Satz wie der kleine bissige Hund jagt die große Katze zerlegen kann in so einen Syntaxbaum. Deutsche Sprache, typischer Satzbau, Subjekt, Prädikat, Objekt. Jagd ist das Prädikat. Subjekt ist hier der kleine bissige Hund und Objekt die große Katze. Und wenn man jetzt das Objekt weiter zerlegt, haben wir einen Artikel, ein Adjektiv und ein Substantiv. Ja? Und wir werden sehen, dass man viele Aspekte auch dieser natürlichen Sprache durch kontextfreie Grammatiken erfassen kann. Aber eben nicht alles. Also zum Beispiel, dass Hund männlich ist und Katze weiblich, ist relativ schwierig, das mit der kontextfreien Grammatik zu erfassen, weil da gibt es da so Abhängigkeiten, die man besser anders modelliert. Aber trotzdem ist dieser Syntaxbaum eigentlich was Typisches für eine kontextfreie Sprache. Und es ist aus meiner Sicht auch schon sehr spannend, dass ich glaube, so 95-99% der Sätze im Deutschen und in vielen anderen Sprachen sich durch so eine kontextfreie Grammatik erklären lassen. Es gibt nur ganz wenige Konstruktionen, die nicht kontextfrei sind. Zum Beispiel sowas wie, wir hatten diese Sprache WW, ja, ein Wort und dann nochmal eine Wiederholung. Oder in der natürlichen Sprache dann irgendwie eine Aufzählung und dann eine Korrespondenz dazwischen in der gleichen Reihenfolge. Das kriegen Sie nicht mit einer kontextfreien Sprache hin, aber das sind Sachen, die ganz, ganz selten auftreten. Ja? Also was eine kontextfreie Grammatik ist, haben Sie, glaube ich, auch schon gehört, aber ich werde es gleich nochmal formal wiederholen. Aber jetzt erstmal allgemeiner, was sind Grammatiken? Viertupel, ja, sagt doch alles, oder? Na, nicht ganz. Sie haben eine Menge von Variablen, V, eine Menge von Terminalsymbolen, Sigma, das sind die Buchstaben Ihrer formalen Sprache, aus denen Sie die Wörter aufbauen wollen. Und die müssen disjunkt sein, weil sonst kommt man durcheinander. Also Variablen sollten unterscheidbar sein von diesen Buchstaben. Wir werden das hier meistens so machen, dass die Variablen Großbuchstaben sind und die Terminalsymbole Kleinbuchstaben. Aber das kann halt auch was anderes sein. Dann gibt es eine Menge von Produktionen, das erkläre ich gleich, und eine Startvariable. So, was sind diese Produktionen? Das sieht jetzt sehr
abschreckend aus, aber ich habe das bewusst dargelassen, weil eine der Sachen, die Sie hier auch lernen oder weiter üben, ist, wie man mathematische Notation benutzt. Passiv lesen, aber dann in den Übungsaufgaben und in der Klausur auch selber hinschreiben, weil man damit eben sehr kompakt Dinge spezifizieren kann. Also wie lese ich das? P ist eine Teilmenge von, was denn jetzt? Das hier ist eine Menge und das ist eine Menge und das ist das Kreuzprodukt. Also das ist offenbar eine Menge von Tupeln und eine Menge von Paaren. Ja? Linke Seite, rechte Seite. Die linken Seiten dürfen Variablen und Terminalsymbole enthalten in beliebiger Mischung, aber sie darf nicht leer sein. Und die rechte Seite ist fast das Gleiche, aber ich habe hier die klinische Hülle, das heißt, hier darf auch das leere Wort stehen. Und die Lesweise ist meistens eher durch linke Seite, wird abgeleitet zu rechte Seite. Man malt dann auch einen Pfeil dahin, ja? Und man kann die linke Seite durch die rechte Seite ersetzen. Das ist die Idee. Das heißt, man fängt an mit der Startvariablen und jetzt kann man ein Spiel machen, beliebig oft. Man wählt eine Produktion aus und ersetzt irgendwie eine Teilzeichenkette der linken des Wortes, das man hat, die an der linken Seite einer Produktion entspricht, durch die rechte Seite. Und das wiederholt man ganz lange, bis man eine Zeichenkette hat, die nur noch aus Terminalsymbolen besteht. Und dann hat man dieses Wort abgeleitet und bewiesen, dass das in der durch diese Grammatik spezifizierten Sprache liegt. Ja? Das kann man am besten an einem Beispiel sehen. Hier haben wir nämlich jetzt eine Grammatik, die diese Klammerausdrücke spezifiziert. Wir haben die Variablen E, T und F. Die kann man auch lesen als E wie Expression, T wie Term und F wie Faktor, wenn man will. Wir haben die Terminalsymbole A plus mal Klammer auf, Klammer zu. Wir haben eine Produktionsmenge und ein Startsymbol, das ist E-Expression. Ja? Die Produktionen sind, ich kann aus dem Startsymbol einen Term ableiten oder Expression plus Term, ich kann aus dem Term einen Faktor machen oder Term mal Faktor. Aus einem Faktor kann ich ein A machen oder auch, Klammer auf, und ich fange von vorne an wieder eine Expression. Ja? Ich habe es eben schon informell gesagt. Es gibt eine Übergangsrelation Doppelpfeil nach rechts und U geht über nach V mit Hilfe der Grammatik G. Wir werden das G ganz oft weglassen, weil das aus dem Kontext klar ist. Falls Folgendes gilt. U ist folgendermaßen aufgebaut. XYZ. XYZ sind einfach Zeichenketten aus Variablen vereinigt mit Terminalsymbolen. V ist das Gleiche, aber wie ist V ausgebaut? Ich übernehme X und Z und ersetze Y durch Y'. Und das darf ich, also ich leite U aus V ab, indem ich Y durch Y' ersetze, und das darf ich genau dann, wenn Y nach Y' eine Produktion ist. Ja? Und sprechweise ist auch, U geht unmittelbar über in V. Und aus dieser ganz einfachen Ableitungsrelation kann ich jetzt Ableitungen beliebiger oder bestimmter Länge ableiten. Besonders, das ist jetzt wieder induktiv definiert, eine besonders einfache Ableitung ist eine, die nichts verändert. Also eine Ableitung der Länge 0 von U ist einfach das U. Ja? Ich kann aber auch jetzt hergehen und sagen, ich nehme ein U, das ich direkt zu V ableiten kann, und ein W, das ich in N Schritten von V ableiten kann, dann gilt, dass U in N plus 1 Schritten von W abgeleitet wird. Also dieses Pfeil N heißt einfach N mal Produktionen anwenden für unmittelbare Ableitung. Und die allgemeine Ableitbarkeit U Pfeil Stern V ist gegeben, wenn es ein N gibt, sodass U in N Schritten nach V abgeleitet wird. Und jetzt geht es wieder zur linearen Algebra. Vielleicht Motivation für einige, die damit nicht so vertraut sind, sich das nochmal anzuschauen. Die Begriffe werden wirklich gebraucht. Dieses Doppelpfeil nach rechts
ist eine Relation. Und es gibt diesen Begriff der reflexiven, transitiven Hülle einer Relation. Und das ist genau dieses Pfeilstern. Also reflexive, transitive Hülle heißt, man kann gar nichts machen oder man kann auch mehrfach hintereinander machen. Ja? Und eine andere Sprachregelung ist dann U, Pfeilstern, V in der Grammatik G, bedeutet V ist in G ableitbar aus U. So. Fragen zur Definition dieser Ableitungsrelation. Also vielleicht jetzt nochmal, das wird jetzt sehr formal, aber eigentlich ist es was ganz Einfaches. Ja? Ich nehme mir einfach Zeichenketten, die Produktionen definieren Ersetzungsregeln, ich wende die an und wenn ich am Ende eine Zeichenkette kriege, wo nur noch diese Elemente aus Sigma sind, die Terminalsymbole, dann habe ich ein Wort abgeleitet. Eigentlich ganz einfach. Nur man muss halt lernen, damit formal umzugehen, weil anders können wir keine Beweise über diese Sachen führen. So, und insbesondere definiert jetzt so eine Grammatik G gleich V Sigma PS eine Sprache L von G. Und zwar, das ist einfach die Menge aller Wörter über Sigma Stern. Also hier ist gleiche Sigma, das ist wichtig. Die Eigenschaft haben, dass das Wort W aus S ableitbar ist. Ja? Und ich brauche jetzt alles. Ne? Also S ist mein Startsymbol, S ableitbar nach W. Das ist mein Alphabet. Und die Produktionen definieren halt diese Ableitbarkeitsrelation. Und die Variablen brauche ich, um unterscheiden zu können, was Variablen sind und was diese Nicht-Terminalsymbole sind. So, und eine, wenn ich jetzt so eine Ableitung gemacht habe, kann ich die auch hinschreiben, indem ich einfach eine Folge von Satzformen hinschreibe. Eine Satzform ist einfach eine Zeichenkette aus Sigma vereinigt V. Und so eine Folge von Satzformen ist eben eine Ableitung, falls W2 aus W1 abgeleitet wird, W3 aus W2 und so weiter. Also für jeden einzelnen Zeichenkette habe ich so eine direkte Ableitung als Möglichkeit mithilfe der Produktion. Gibt's dazu Fragen? Hier ist jetzt ein Beispiel. Hier mein Expression wird direkt abgeleitet zu E plus T, mithilfe der Produktion E nach E plus T. Ich habe jetzt immer rot gefärbt, das, was ich weiter ableite. Jetzt nehme ich wieder E nach T, kann da E durch T ersetzen. Jetzt steht hier T plus T, benutze ich die Produktion T nach T mal F, ersetze das T durch T mal F und so weiter. Ja, also nehmen wir mal hier das erste Mal, wo eine Klammer kommt, hier ist das F. Ich wende die Produktion an F zu E in Klammern, dann ersetze ich hier das E und so weiter. Und hier sind aber immer noch Variablen drin, bis ich irgendwann nur Nicht-Terminalsymbole habe. Ja, das ist eine Beispielableitung. So, und das ist jetzt ein guter Punkt aufzuhören. Beim nächsten Mal werde ich die Chomsky-Hierarchie dann einführen. Dankeschön.